Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Zoo Park. Wir haben im letzten Part unsere Koalas hier das Gehege gemacht. Und ja, wir hätten jetzt eigentlich Platz hier für ein paar Buden. Für ein paar Imbissbuden oder sowas. Müssen wir mal gucken. Kaffee. Könnten wir hier einen Kaffee hinmachen? Oh, was? Warum? Oh. Die muss ich per Hand einsammeln immer, ne? Und ich kann gar nichts einsammeln. Wir lassen mal ein bisschen schneller laufen, das Ganze hier. Forschung fertig. Große Panda, du kannst jetzt so viele Tiere erwerben, wie du willst. Okay. Da kann ich dann auch nicht weiter forschen, ne? Stimmt, ich habe alles für die Forschung ausgegeben. Was haben wir denn überhaupt für Besucher? Da kommen jetzt wieder welche. Das heißt, wir kriegen auch wieder Popularitätspunkte. Die wir entweder selber einsammeln müssen immer wieder oder nachts die selber kriegen, ich weiß es nicht. Sonst kommt da auch was dazu. Okay, ich lasse mal wieder ein bisschen langsamer laufen. Das geht mir nämlich alles ein bisschen zu schnell. Okay. So, dann machen wir die Forschung jetzt erstmal nicht. Wir gucken, dass wir hier Sachen bekommen, die die Leute dazu animieren, hier eventuell was zu kaufen oder so. Okay, das hörte sich ja gut an. Okay, was haben wir denn? Ah, Gott. Okay, okay. Die flitzen da rum. Oh, Tier heilen, das ist krank. Bist du sicher, dass dieses Tier heilen wird? Andreas, afrikanischer Büffel. Ja, natürlich. Wenn der krank ist, der sieht auch nicht gesund aus. Ich bräuchte mal die Tiersprechblasen. Ich glaube, das wäre mir mit das Liebste. Ich schicke einen Wärter, um das Tier zu rehabilitieren. Bist du sicher, dass du einen Wärter zur Rehabilitation... Ja, ja, mach mal. Erstmal gucken. Wo ist denn der andere Koala? Das ist der. Und dem geht's gut. Okay. Das wäre schon... Ah, hier kann ich das einsehen. Weiblich. Alles gut. Warum kann ich das bei denen nicht sehen? Ah, jetzt. Das ist eigentlich auch alles gut, ne? Was ist das hier? Alter. Das gefüttert. Alles gut. Okay, super. Dann weiter. Dinge einsammeln. Okay. Und dann, was kaufen wir dann? Wir haben jetzt bis jetzt nur 3000. Ah, da darf ich nicht draufklicken. Das ist ja klasse, ey. Okay, dann lassen wir doch jetzt nochmal schnell laufen. Und ich guck mal, was die... Forschung fertig, rote Riesenkängurus. Das ist schön. Ein Kaffee. Das möchte ich nur haben. 10.000 kostet das. Ich weiß gar nicht, inwieweit die Toilette ausreichend ist. Afrikanischer Elefant. Toiletten müssen wir also auch nochmal bauen. Wir gucken mal. Toiletten, was kosten die denn? Das wäre ja eigentlich somit das Erste, was man nochmal bauen müsste.
4000, okay. Ein Hamburger stand auch gar nicht so so teuer. Okay. Besucher möchten mehr Zubehör im Tierpark sehen. Mit Blick auf die Wirksamkeit. Okay. Manche Tiere sind krank. Muss die Tiere behandeln oder das Gehege sauber behalten? Zum Saubermachen. Was ist hier los? Muss ich da noch jemanden einstellen? Ich würde hier noch mal ein Personalcenter dann irgendwie hinpacken. Dann macht das auch noch mal sauber. Ich gucke mir noch mal die Tiere an. Alles gut. Wo ist der andere? Den kann ich gerade gar nicht sehen. Grizzly Bear. Juhu. Mach mal wieder schneller. So, okay. Alles klar. Ah, über Nacht wird das dann komplett selber eingesammelt. Da brauche ich mich dann also nicht mehr drum kümmern, um die Popularitätspunkte. Das wäre schon echt übel, wenn man die hätte immer einsammeln müssen. Die kann man immer mal einsammeln, wenn man... das machen wir hier irgendwo hin. Wenn man sowieso irgendwie zu wenig Geld hat und wartet. Hamburger Stand finde ich auch gut. Machen wir... Aber habe ich schon? Nee. Essen habe ich hier noch nicht. Machen wir hier hin. Ja, ich bin sicher. Okay, ich denke, bei diesen Ständen ist es eigentlich völlig egal, wie rum die stehen. Die sind dann eigentlich immer erreichbar. Verkäufersichtbarkeit, ja. Okay. Besuchergedankenblasen, die funktionieren irgendwie nicht so richtig. Mal eben kurz Tag 1. Okay, ich muss da oben scrollen, um ganz ans Ende zu kommen. Das würde mich einfach interessieren. Ein afrikanischer Büffel ist krank. Ich mache hier mal kurz heilen. Der ist auch krank. Was ist hier los? Warum habe ich so viele kranke Viecher? Dominik. Ach, der hat rehabilitiert. Okay. Da kann ich noch einen einstellen. Aber ich habe, glaube ich, gerade im Moment nicht genug Geld dafür. Dann sammeln wir doch jetzt mal wieder per Hand einen hier. Dann sollte das nämlich erstmal zumindest reichen, um noch einen Wärter einzustellen. Ja, bin ich mir sicher. Genau. Und der kann sich jetzt nämlich schön um die Büffel und so kümmern. Da hatte ich nur Platz für drei, ne? Ja, baue zuerst ein Mitarbeiterzentrum. Alles klar. Werde ich tun. Irgendwo da oben dann später. Jetzt gucken wir erstmal, ob das reicht. Wir haben jetzt, also hier, das muss schon wieder sauber gemacht werden. Ist, Leute, ihr seid einfach zu ineffektiv. Ich muss ein Mitarbeiterzentrum noch kaufen. Das geht so nicht. Nehmen wir gleich ein großes. Moment. Ich will erstmal das hier verschieben. Packen wir dahin. Was kostet mich denn das große? 8000, ja, das haben wir doch. Das ist doch in Ordnung. So, das will ich jetzt drehen. Gut. Nein, noch weiter drehen. Okay, alles klar. Und dann, stellen wir noch einen Wärter ein. Okay, dann haben wir jetzt das eigentlich. Hier machen wir überall noch Deko hin, würde ich sagen. Ne? Ich
finde, das sieht irgendwie mit diesen komischen Wegen, sieht das irgendwie doof aus. So abgekapselt ist da. Müssen wir mal gucken. Ein bisschen was freilassen immer ist ganz gut. Man dann ja eben die Deko noch platzieren kann. Das sollten wir hier vielleicht mal machen. Ja, erstmal rüber da. So, dann, nee, Deko. Deko. Was machen wir denn? Trennen wir die einfach dadurch? Wir nehmen die hier. Und nehmen einfach das da. Packen das darüber. Und dann nehmen wir so eine Hecke. Machen die hier hin. Und dahin. Und die drehen wir dann auch. So. Und dann machen wir das einfach bei jedem Dingen sind so. So, dass wir die immer schön trennen. Bei einem kann man vielleicht nochmal einen Weg durchmachen oder so. Lass mal schauen. Ja, bei dem einen könnte man noch einen Weg durchmachen. So, erstmal für Wege einigen hier. Ich mag das nicht, wenn man alles durcheinander hat. Ich mag das, wenn man einheitliche Wege hat. Ich würde mich eigentlich fast auf diesen Steinweg dann einigen wollen. Den finde ich nämlich ganz nett. Ja, und dann auf der anderen Seite wieder mit den Hecken dann. Ich denke, so kann man das fortführen. Das ist schon in Ordnung. Dann machen wir einfach die Wege wieder weg. Das war das hier. Die Objekte verwerfen. Ja. Ja, ich hoffe, ich habe genug Geld, um jetzt wieder Wege zu bauen. Und jetzt reicht es nicht mehr. Aber es reicht erstmal bis an das Gehege ran. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal okay. Dann sammeln wir doch jetzt einfach mal ein bisschen was ein. Und gucken mal, oder lassen einfach mal schnell laufen. Jetzt der Tag ist fast zu Ende. Und dann, ja, einfach mal gucken. Wir kommen 700. Da können wir schon wieder ein bisschen Wege bauen. Oh. Manche Tiere sind krank. Ja, das ist echt übel. Ich versuch's ja schon. So, machen wir jetzt einfach mal so. Die Gehege. Was? Nicht. Warum sind die nicht genügend versorgt? Ein Koala-Bär ist krank. Moment, stopp. Und so, ich mache die jetzt auf 20%. Und dann sollte das reichen. Futterfüllung 37. Sauberkeitsgrad 50, finde ich in Ordnung. Hier machen wir auch auf 20 und 50, okay. So, euch geht's jetzt gut, ja? Und euch geht's auch gut? Okay, denen geht's jetzt gut. Das ist schön. Wir haben kein Geld mehr. Kein Geld mehr und keine Punkte zum Einsammeln. Warum eigentlich nicht? Ach, weil wir noch nicht geöffnet haben. Tierpark geöffnet. Um 7 Uhr. Kann ich das nicht selber auffüllen? So, dann schicken wir jetzt einen, der das mal eben macht. Das kann ja nicht sein. Also vielleicht sollte ich da einfach noch einen zweiten Futterplatz einrichten. Wie wäre das?
Nee, warte mal. Futterplatz, Eukalyptus, Koala. Ja. Ach, geht nicht? Wieso nicht? Nicht genug Geld. Na super. Ja, dann, ich mache mal kurz auf langsam, um das Geld einzusammeln. So, und hier muss jetzt ein Wärter kommen zum Saubermachen. Das ist ja übel. Hier liegt auch die Kacke im Dings drinne. Ich weiß nicht, wie viele Wärter habe ich jetzt? 3, 4? Was machen die? Faulenzen? Das gibt's doch nicht. Okay, Moment. Was wollte ich jetzt? Ach so, Futter für die Viecher. Futter Eukalyptus für Koalas. Okay. So, ich stelle jetzt einfach mal die Sauberkeit der Gehege etwas höher. Ich kann ja eigentlich nicht noch mehr Leute einstellen. Ich meine, wo sind die? Elsa weiß es bei Rehabilitierung. Tim ist bei den Büffeln. Der andere ist frei. Und er ist bei den Koalern. Okay. Gut, sollte dann ja eigentlich hier funktionieren, oder? Ich stelle das mal alles ein bisschen höher. Das hier mal auf 50% und die Sauberkeit auf 60%. Und mal gucken, ob sich da dann was ändert. Wie gesagt, es geht so ja gar nicht, dass das hier nicht funktioniert. Okay, und das und das. Und was haben wir denn jetzt hier an? Minus 235. Minus 205. Oh. Hilfe. Okay. Ja, sowas passiert. Wohl. Okay, wir lassen noch mal ein bisschen schneller laufen, obwohl ich gerade sehe, dass der Part schon wieder zu Ende ist. Mensch, es geht echt super schnell. Ich lasse trotzdem jetzt noch so lange laufen, bis ich euch Tschüss gesagt habe. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part und gucken mal, dass wir ein bisschen an Geld kommen und unseren Werten mal ordentlich in den Allerwertesten treten, dass die Viecher ordentlich versorgen, ne? Alles klar, also dann bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.